Das Kleidergeld. Ich treffe eigentlich alle 10 Sekunden irgendeine Entscheidung. Je hitziger das Spiel wird, desto ruhiger werde ich. Du gehst schon mal auf die Linie, du legst den Ball auf den Punkt. Ich unterscheide nicht groß zwischen Männer- und Frauenfußball. Auf dem Platz muss man dann eh immer schauen, wie es läuft, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Deshalb ist es für mich eben auch einfach Fußball. Also das Schöne ist, einfach ein Teil von Fußball zu sein und dafür zu sorgen, dass Spiele in geordneten, fairen und guten Bahnen ablaufen. Das finde ich ist einfach ein schönes Gefühl. Und dann ist es natürlich auch für mich immer das Drumherum. Ich brauche immer mein Team oder meine Leute, mit denen ich das eben mache. Als Schiedsrichter gibt es einfach mehr als nur Einstecken, sondern wenn man vom Platz geht, bekommt man in der Regel auch jede Menge Dankbarkeit und Wertschätzung. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, Verantwortung für eine Spielleitung zu übernehmen. Ich bin Fabienne Michel, ich pfeife in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga und in der Herren-Regionalliga Südwest. Und bei den Frauen bin ich auch international unterwegs. Fußball ist ein großer Spaßfaktor für mich im Leben. Es macht mir Spaß, Sport zu machen, dem Ball hinterher zu rennen. Das habe ich schon früh gemerkt, dass ich da einfach so eine Leidenschaft für habe. Ich komme aus Gaudernheim. Mit meiner Geburt war ich quasi auch hier Vereinsmitglied beim TSV Gaudernheim. Ich habe hier als Spielerin angefangen zu spielen. Wir hatten immer alle 2 Jahre vor den Sommerferien eine Art Projektwoche in Alzey auf der Schule. Und da wurde dann die Schiedsrichterausbildung angeboten. War jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, wow, ich werde jetzt sofort Schiedsrichterin und das wird mein Weg. Aber ich dachte halt, ja, warum eigentlich nicht? Die Alternativen der Projektwochen waren eben auch Dinge wie Kochen lernen oder Ähnliches. Und dann war es für mich schon angenehmer, was zu suchen, was auch irgendwie nah am Fußball ist. Die Schiedsrichterei hat so Schritt für Schritt mehr Raum in meinem Leben eingenommen. Ich kann manchmal gar nicht so genau sagen, ob sich mein Charakter so entwickelt hätte, weil ich es ja schon seit 13 mache. Und deswegen sage ich auch immer, dass mich dieses Hobby, glaube ich, auch in meiner Persönlichkeit sehr geprägt hat. Ich habe ja 3 Geschwister und ich hatte schon ganz früh so einen Gerechtigkeitssinn, dass immer alles gleich irgendwie verteilt ist. Und das ist was ich schon immer hatte. Das hat sich schon in der Familie so ein bisschen herauskristallisiert. Fred und Kisanet kommen beide auch aus Mainz. Das ist ganz praktisch. Wir können immer zusammen zu Spielen anreisen und das auch schon von Beginn an. Wir planen meistens auch schon relativ viel Zeit ein, sodass wir vor dem Spiel einfach eine entspannte Anreise haben, nochmal einen Kaffee trinken. Weil ich glaube, dass das auch wichtig für die Spielvorbereitung ist, dass wir da jetzt nicht gestresst ankommen. Unsere Teamkonstellation, die ist besonders interessant, weil wir ganz unterschiedliche Typen sind. Wir sind die Schiris. Horst, einmal die Schiris. Geht jemand an die Seite, bitte. Ja. Hallo. Hallo. Also zum einen bin ich als Frau mit dabei. Das ist in der Regionalliga auch noch nicht gang und gäbe. Dann haben wir mit Frederik Kaufmann einen sehr erfahrenen Schiedsrichterassistenten mit dabei. Und mit Kisanet Zekarias haben wir quasi einen jungen Hüpfer noch. Ja, ich glaube, diese Kombination gibt es einfach nicht oft. Schöner Teppich. Es ist wirklich richtig alles angerichtet. Für uns ist auch wichtig, uns dann direkt mal den Platz anzugucken, weil falls da noch irgendwas zu machen ist, irgendwie eine Linie fehlt, das Tornetz noch geflickt werden muss, dann ist es auch immer schön, das so früh wie möglich festzustellen und Bescheid zu geben. Der Rasen ist so gemäht, ne? Ja, es ist schade. Ja. Das kannst du ja als Assistent sonst nutzen. Ja. Ja, aber ansonsten, platztechnisch, passt top, oder? Aber dann ist so für uns der Moment erstmal kurz am Ort ankommen, noch einen Kaffee trinken, ein bisschen mit dem Schiri-Betreuer quatschen, auch schon so ein bisschen die Stimmung aufnehmen. So, hallo, Spielberichter. Hey. So. 1, 2, 3.
Im Team selbst haben wir auch schon so ein, zwei Rituale, wie unsere kleine Spieltagswette. Nicht gucken. Ich habe halt viel Glück in der Liebe, deshalb denke ich, ich habe jetzt ein Problem. Es geht darum, die Summe aller Rückennummern auf dem Spielberichtsbogen richtig zu erraten. Und jeder von uns schreibt dafür halt eine Zahl auf den Zettel. Wir brauchen einen Taschenrechner. Ihr rechnet wieder zusammen. Wer der Summe der Rückennummern auf dem Spielberichtsbogen am nächsten kommt, der hat halt gewonnen und der muss auch für den Tag nichts machen. Weder Schuhe putzen noch den Spielbericht. Der hat gewonnen. Ja, du hast knapp paar 80 hin. Sie ist super nah dran und ich habe paar 30 hin. Ja, gut, ich darf putzen. Ja. Ich unterscheide nicht groß zwischen Männer- und Frauenfußball. Auf dem Platz muss man dann eh immer schauen, wie es läuft, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Für meine Spielvorbereitung, für die Spielleitung selbst macht es keinen Unterschied. Deshalb ist es für mich eben auch einfach Fußball. Beim Spiel spielt es keine Rolle, ob jetzt eine Frau pfeift oder ein Mann vor Ort ist. Die Spieler und Spielerinnen sind inzwischen selbst so sehr auf ihr Spiel fokussiert, dass es sie eigentlich recht wenig interessiert. Wir gehen dann los, oder? Ja. Okay, dann darfst du einmal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ganz gut ist, wenn in gewissen Situationen eine Frau mit dabei ist, weil Frauen eben oftmals ein bisschen empathischer sein können als Männer. Das ist, denke ich, ein Fakt. Ansonsten habe ich keine Nachteile, nur weil ich jetzt als Frau einen Platz betrete oder ein Spiel anpfeife. Dass da grundsätzlich schon gesagt wird, oh Gott, heute ist eine Frau da. Nee, nee, weiter, weiter! Auch hier, weiter geht's, weiter, nein! Komm, das ist ein normaler Zweikampf da. Das reicht mir nicht, um da zu pfeifen. Komm. Das hast du in jedem Zweikampf. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Spiel an, wie sehr mich das beansprucht. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ich so zwischen 10, 12, 13 Kilometer im Spiel laufe, so von der Kilometeranzahl her. Entscheidungen, das weiß ich gar nicht so genau. Das ist leider gelb. Nein, doch, es ist ein taktisches. Ich treffe eigentlich ständig oder alle 10 Sekunden irgendeine Entscheidung, ob ich jetzt pfeife oder weiterlaufen lasse oder ob es schon ein Foulspiel ist oder nicht. Aus, holt wir. Weiter, nein. Nee, sorry. Da sind ganz normal die Hände dran, wie bei jedem Zweikampf auch. Hör auf. Hey, hallo, hör mir zu. Hör auf mich so. Hör mir zu und guck mich an, wenn ich mit dir rede. Hör auf mich so anzuschreien. Das ist ein ganz normales Foulspiel, wo die Hände dran sind. Mehr nicht. Fähigkeiten, die ich vielleicht von Anfang an fürs Pfeifen gut mitgebracht habe, war so Verbindung zu Spielern aufzubauen. Brauchst du was? Alles okay? Zu schauen, wie kann ich mit wem gut sprechen, was kann ich zu welcher Spielerin oder welchem Spieler sagen oder wie verhalte ich mich am besten, um jetzt vielleicht so die Temperatur des Spiels ein bisschen abzukühlen. Spielen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann denke ich auch, dass sie richtig ist. Aber ich kann ja nicht immer alles selbst sehen. Also manchmal treffe ich auch eine Entscheidung, die zum Beispiel der oder die Schiedsrichterassistentin draußen getroffen hat. Spielen! Wir haben ja ein Headset und können darüber sprechen. Dann kann ich das auch an Spieler oder Spielerinnen weitertragen. Gar nichts, der steht einfach nur da. Gar nichts. Alles gut, der steht einfach nur da. Darf. Schau genau drauf, Fabian. 100%. Nichts. Verteidiger steht einfach nur. Von wem kommt der Ball, Fabian? Der 25. Von Blau? Dein Tor. Keeper hat. Die letzte Aktion. Gleich so eine 30 Sekunden. Ja, so 30 Sekunden ungefähr. 30 Sekunden. Ah, ah, ah.
Das war ein Handspiel. Von dir. Nein. Ja, das ist aber von dir. Ich habe jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, je hitziger das Spiel wird, desto ruhiger werde ich. Ich glaube auch, dass es eine gute Eigenschaft ist, um es halt herunterzufahren, weil ich auch gemerkt habe, es bringt nichts, wenn Spieler oder Spielerinnen schreien, dass ich dagegen schreie. Ich bin generell auch nicht so der Typ, der einfach schreit, weder privat noch auf dem Platz. Nein, dein Arm war hier außen. Du gehst schon mal auf die Linie, du legst den Ball auf den Punkt. Der liegt auf, der muss den Punkt berühren. Geh auf die Linie zurück, er liegt richtig. Körperlich fühle ich mich nach einem Spiel schon in der Regel erschöpft. Man ist einfach danach mental müde nach dem Spiel. Da wir alle aus Mainz kommen und wir uns ja auch alle gut verstehen, sind wir halt auch meistens dann noch zusammen unterwegs. Auf dem Platz sind wir maximal fokussiert auf das, was wir tun. Aber wir schaffen es auch neben dem, jetzt ein Stück rauszugehen und zu sagen, okay, es ist ein Fußballspiel. Und das ist es auch einfach. Und erleben diesen Moment gemeinsam auf dem Platz, die schwierigen Momente, und es schweißt halt irgendwie zusammen. Man geht jetzt runter vom Platz, hat was gemeinsam geschafft. Das ist das, was, glaube ich, kickt und irgendwie auch den Spaß daran mitbringt. An der Schiedsrichterei macht mir persönlich Spaß, Teil des Fußballs zu sein. Ich brauche immer mein Team oder meine Leute, mit denen ich das eben mache. Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil daran. Okay, so just the first to start. Ich bin hier, um zu unterstützen, wo immer ich kann. Peter wurde im Auftrag von der UEFA zum DFB geschickt, um einfach dort zu gucken, wie ist die Lage der Schiedsrichterin, was wird da bereits getan und wo ist noch so ein bisschen Handlungsbedarf. Haben Sie gleich mit der Schiedsrichterei begonnen oder erst nachdem Sie mit dem Fußballspielen aufgehört haben? Nein, ich habe gleich damit begonnen, vielleicht 2 Monate später. Okay. I mean, refereeing is a Schiedsrichterin zu sein ist ein Job. Wie bei jedem Job braucht man eine angemessene Ausbildung und gute Bedingungen, um es bis zum höchsten Niveau zu bringen. Wie sehr hat es Ihnen als Schiedsrichterin geholfen, Spiele mit Männern zu pfeifen? Sehr. Es gibt einfach mehr Spiele für Männer als für Frauen, gerade in meiner Region. Die Arbeit weiblicher Schiedsrichterinnen kann sich nur verbessern, wenn man den Frauen die Zeit gibt, ein höheres Level in ihrem Job zu erreichen. Man bekommt in der Frauen-Bundesliga 500 Euro pro Spiel und in der Herren-Regionalliga sind es 200 Euro pro Spiel. Das heißt, ich kann von meinem Hobby nicht leben. Man muss ihnen Gehälter und Gelegenheiten bieten und sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Ich mache es ja aber jetzt nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, weil ich einfach viel Spaß daran habe und weil vielleicht auch so ein bisschen aus idealistischen Gründen. Ich sehe in Fabienne eine unglaubliche Hingabe für ihre Arbeit als Schiedsrichterin. Sie unterscheidet gar nicht zwischen Privatleben und Job. Für sie ist das ihr Leben. Eine gute Saison zu haben, das ist immer so mein allgemeiner Wunsch vor der Saison. Immer den Wunsch, den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, jetzt in die dritte Liga zu kommen bei den Männern oder im Frauenbereich international anzukommen. Und als Wunschspiel, das habe ich schon ganz, ganz früh mal gesagt, schon als kleines Kind, und das sehe ich tatsächlich immer noch so, wäre es einmal El Clasico zu pfeifen, Real gegen Barca. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich gerne hätte, ja. Also den ich, den einen Traum, den ich habe, ja.